wunderschönen, besten Fukuhila-Träger des Jahrtausends hier neben mir sitzen. Und ich glaube, ihr kennt ihn alle. Er hat gerade sein neues Album rausgebracht. Dorfdisco heißt das Ding. Und ich habe ein paar Fragen für dich, an dich. Und die musst du natürlich wahrheitsgemäß und ganz offen für mich beantworten. Denn siehst du, wenn ich lüge? Es sind vielleicht auch ein paar dabei, die vielleicht so sind, dass du sie nicht beantworten möchtest. Aber du wirst es für mich trotzdem tun. Ausnahme. Okay, bist du aufgeregt von deinem Vorstand? Total. Nee, ja. Ja, ja, klar. Also heute ist erstes Konzert hier in Hamburg. Hm. Dann folgen wie viele Städte? 10 steht da noch. 10 da. Städte. In 13 Tagen. Ja, das ist auf jeden Fall straff. Straffes Programm. Warum hast du das ganze Album Dorf des Unmanns? Also, wenn ich das höre, macht das für mich Sinn, aber vielleicht erzählst du es mal den Leuten, die das vielleicht noch nicht so ganz gehört haben. Weil die Genres einfach so verschieden sind. Da ist ja alles drauf, von Country über Schlager zu Hardcore-Sachen, Pop, Rap, alles dabei. Und alles, halt und alles so wie der Dorfdisco, da wisst ihr, da spielen sie, wie gesagt, irgendeinen Hip-Hop-Song scratchen und dann spielen sie Schlagersong, einfach alles gemixt so. Deswegen heißt Dorfdisco genannt, weil, ja, weil alles durcheinander ist einfach so, wisst ihr, also hat schon einen roten Faden auf jeden Fall, würde ich sagen, also ist jetzt nicht so, dass du einfach nur, dass du einen totalen Style-Breaker hast, wenn du jetzt von einem Song weiter skippst, so, das ist schon ein roter Faden durch, aber wie gesagt, es ist so viele Genres so breit, dass es. Hat das einen Grund, dass man Dorfdisco mit K schreibt? Ja, natürlich, weil die richtig assi-deutsche Variante ist. Okay. Weil sonst ist ja Disco eher gedacht, so englisch, so, aber Disco mit K so richtig. Noch so kultig, ich weiß, 80er-Jahre-mäßig. Das ist so richtig dorfmäßig, ja. Du trägst ja Fukuhila und Oberlippenbart. Jetzt ist die Frage, rasierst du dir deine Achseln und deine Eier eigentlich? Wächst das und kaum das aus? Nee, ich hab kaum Bartwuchs. Also ich hab wirklich nur das Ding, was hier steht. Haare aber wachsen. Der kommt, ne? Also ich muss sagen. Ja, ja, Mann. Ich hab da lange geübt. die Achseln habe ich mir gestern erst rasiert, habe ich gerade noch hingekriegt und den mein Pullermann habe ich mir auch schon rasiert. Musste man vor der Tour machen. Meinst du, da kann naja, ich aber stell dir mal vor, du ja, hast Glück. Okay, das wär, ja, man hat wirklich mal Glück und lernt ihn kennen und dann ist so buschig. Also ich finde, obwohl bei Männern ist es eigentlich, wenn man so ein bisschen Haar hat, ist es nicht so also schlimm. Also ich finde das in Ordnung, wenn das gepflegt aussieht. Genau. Das muss jetzt nicht ratze kurz sein, aber man sollte halt auch nicht. Hollywood heißt ganz kurz. Ja, genau, Hollywood Cut. Aber man sollte, finde ich, auch nicht zwischen den Zähnen hängen haben, weil dann das auch irgendwie nicht ja, dann sind wir auch schon beim Thema Sex. Was ist denn für dich guter Sex? Was gehört für dich dazu? Gibt's da irgendwas? Insgesamt, also soll ich, darf ich richtig auch? Hau richtig raus. Hau richtig raus? Okay, ab 18, das Video. Also, muss auf jeden Fall, also ich bin immer der Meinung, dass es so eine Rollenverteilung geben muss. So, also ich bin eher immer sehr dominant. Du bist nicht dominant, dann werden wir beide schon mal gar nicht zusammen müssen, weil ich kann das gar nicht mit dominant. Wenn dann ist es bei mir so, Katastrophe. Das muss so, ich brauche so ein bisschen einen Sub. Ein Sub. Ja, so ich bin der Dom. Ja, okay, verstehe. Mhm. Und das muss richtig. Also am geilsten ist natürlich, das Allergeilste ist, was passieren kann, wenn du vor Ort spritzt. Das ist das Allergeilste. Gut, ja. Ey, ich möchte da unterliegen, ich möchte einfach komplett in diesem Regen verschwinden. Das ist einfach das Allergeilste. Okay, das klingt spannend. Hast du musikalische Vorbilder? Also Wolfgang Petri. Ja? Also alleine. Ja, nee, wirklich ganz ehrlich. Ganz ehrlich, aber ich musikalisch, so rein von der Musik her, würde ich mich ja jetzt nicht festlegen. Dann nimmst du einen Rapper, findest den gut. Denn, nee, so ist es nicht. Aber wenn ich jetzt rein von dem ganzen Live-Konzerten, wer live abreisen kann, weil ich an die ganze Stadion-Tournee, die letzte Stadion-Tournee war 98 oder so war, der hat Stadion gefüllt und hat es geschafft, die Leute einfach alle mitzureißen. Warst du auf dem Konzert? Da war ich leider zu jung. Also ich war damals, mein Vater ist gefahren, meine Mutter und so. Geboren eigentlich? 90. 90? Da war ich 8 Jahre, so, da wäre es wahrscheinlich noch nicht so für mich gewesen. Aber der hat einfach live so abgerissen. Man gibt ja diese 2-Stunden-Konzert, sein letztes Konzert. Gibt's ich glaube, ja, das mal bei YouTube gibt es, genau. Ja. Und da reißt einfach so komplett überkrass ab. Und das ist einfach die Kunst als Künstler, nicht im Studio cool zu sein. Die Leute, die wollen ja alle streamen und hören, was der live macht. Wenn ein Künstler live krass ist und live abreißt, dann ist der für mich voll krass. Recht, ja. Das ja. Stimmt wirklich. Anderes Thema, hast du eine Lieblingsfarbe und wenn ja, was ist deine Lieblingsfarbe? Rot. Rot? Warum rot? Das ist einfach schöne Farbe. Egal, ob hell, dunkel, einfach rot. Nee, so ein normales Rot. Nee, so auf jeden Fall nicht Weinrot. Hat einen Hintergrund, also ein tieferer Hintergrund. Den muss ich jetzt wissen. Bitte. Na, ist wegen Fußball, gibt das. Ah, ja. Ja. Genau. Okay. Und sonst rot, aber auch so finde ich rot einfach als egal jetzt mal ob Fußball oder nicht Fußball, ich finde rot einfach als Farbe sehr, sehr schön. Also so ein normales. Das Schlimme ist, ich habe. Sonnenrot hier so. Naja, das Schlimme, ich bin dingsblind. Ich bin. Ich habe. Du hast eine Rot-Grün-Schwäche, aber wie kannst du Ich bin grünblind, ich bin deutscher Noob.
Also ich, aber ich bin, denke ich, auch farbendumm. Ich erkenne auch so blau, grau und so nicht. Krass. Aber wenn jetzt rot alleine da ist, so wie die Jacke da zum Beispiel, die ist rot. Ja, okay. Das erkenne ich. Aber kennst du diese Ishihara-Tafeln, wo die ganzen Flecken drin sind, wo man da Zahlen sehen soll? Da kenne ich nichts. Krass. So, weil da treffen die Farben aufeinander. Und manche fragen immer so, wie kannst du einen Führerschein machen? Das ist, aber das ist wieder so. Ja, aber dann weiß man ja, dass es oben ist. Aber außerdem, die treffen ja die Farben nicht direkt aufeinander. Ja. Wenn die Farben sich so direkt aufeinander treffen, dann ist es was anderes. Krass. Den gleichen Kontrast haben, dann ist es schwer. Welches Ereignis in deinem Leben hat dich am meisten geprägt? Gibt es da irgendwie sowas, was so, keine Ahnung, gestorben oder also ich weiß nicht, irgendwie, manchmal gibt es da so Ereignisse, die es so gibt. Ich hatte mal ein Ereignis, das fällt mir, wenn ich jetzt am Prägen, weil da hatten wir letztens drüber geredet, als ich einen Führerschein gemacht habe. Mhm. Jetzt nochmal schöne Grüße an meinen Vater, Lehrer, an meinen ehemaligen. Ich mache übrigens auch gerade meinen Anhängerführerschein, also ja, viel Spaß beim Einparken rückwärts. Katastrophe. Reinschieben. Und da ist nämlich das Problem gewesen, ich war übelst der schlechte Fahrschüler. Ich bin richtig schlecht gefahren. Und dann gab es halt da eine Story mit meinem. Ey, ich bin der Beste, jetzt bin ich der beste Fahrer, ist kein Spaß, ich fahre am besten Auto und finde es keiner, der besser fährt. Wirklich. Und dann bin ich. Und der, ich war richtig schlechter Dings. Und dann gab es einen Streit zwischen mir und meinem Fahrlehrer, weil der ein paar Aktionen gebracht hat, die halt so nicht cool waren. Also ich will jetzt auch keinen Namen nennen, so wisst ihr, aber der hat halt so. Diese typische, was Fahrlehrer immer machen, so mal ein bisschen schäkern mit den Mädels und so. Das hat man halt sich rumerzählt. So. Ja, ich bin halt immer, ich hab rumerzählt. So, und dann hat er mich irgendwann zur Rede gestellt und da war richtig Hass. Und von einem auf den anderen Tag bin ich von überschlecht zu überperfekt gefahren, Fahrprüfung gleich bestanden, weil ich ihn einfach loswerden wollte. Und das war so ein bisschen prägend. So. Da habe ich so einfach von einem, weil ich da erst mal gemerkt habe. Erstmal so zusammenreißen und was? Erstmal habe ich gemerkt, ey, jetzt muss ich abreißen. Entweder wechsle ich jetzt den Fahrlehrer, ja, hau ab. Oder ich reiß mich ja jetzt zusammen und ich war vorher grottenschlecht. Ich konnte nicht mal anfahren und so mit dem Diesel immer absaufen lassen. Okay. Und danach perfekt und jetzt fahre ich sehr gut Auto, wirklich. Ich fahre wirklich sehr gut Auto. Schon seit 10 Jahren. Was fährst du denn eigentlich für ein Auto? Fährst du ein Auto? Das, Ich habe ein Polo, 9N3. Ein Polo? Hatte ich bis vor kurzem. Wieso lachen jetzt alle? Weil sie alle lachen! Ich hatte bis vor kurzem einen Polo 9N3. Den habe ich jetzt, musste ich aber weggehen, weil er kaputt ist. Und derzeit, ich gucke jetzt gerade nach einem neuen Auto und habe da schon einige im Blick, aber derzeit habe ich noch ein Bahnticket. In Berlin brauchst du nicht. Voll eigentlich, ne? Wenn du dir kein Auto kaufst von deinem Rap-Fans, was kaufst du denn dann so davon? Ich investiere erstmal in Musik. Komplett nur? Also ja, so wie jetzt bei der Tour. Immer noch wie vor zwei Jahren lebst du genauso wie vorher? Nee, das kann man nicht sagen. Jetzt verdiene ich ja, jetzt lebe ich ja von der Musik. Ja, genau. Das ist ja schon mal cool. So, und natürlich gönnt man sich mal, ich finde es zum Beispiel cool, wenn ich mir jetzt einen neuen schönen Patagonia-Pullover holen kann. George hat übrigens einen sehr schönen an, mein Kumpel hier, den wollte ich mir gleich wegkaufen. Wenn man sich einfach so schöne Sachen kaufen kann, aber es gibt jetzt nichts Großes. Ich glaube, ich werde mir irgendwann mal eine Wohnung oder ich auch gleich zurück. Ich bin eher so du, ich bin wirklich, wie es was ich bin, ich bin so richtig, so doppelte Sicherheit. Deswegen zum Beispiel auch mit dem Studium. Mhm. Ja? Wenn Rap nicht mehr klappt, so, ich bin immer noch abgesichert. Immer noch, weil ich bin immer so doppelte Sicherheit, vierfache Sicherheit. Ich hätte jetzt nämlich gefragt, lieber dickes Auto oder Wohneigentum, dann würdest du wahrscheinlich sagen, eher Wohneigentum. Ne? Also aber ich würde mir nicht ein Haus selber bauen, ich würde es bauen lassen. Bauen. Ja, obwohl ich es könnte durch das Elektrostudium, sag mal, könnte ich meine Elektrotechnik und so die ganze Installation vielleicht alleine machen, aber da würde ich so kopfig. Ja? Ich würde bauleitermäßig vorbeikommen und sagen, das, anders, nächste Woche komme ich wieder. Wenn es nicht ist, dann. Ja, crazy. Also du würdest auf jeden Fall lieber bauen, aber bauen lassen sozusagen. Also lieber bauen mit so ein bisschen Führung, so, ja genau, was eigentlich erschaffen. Aber auf jeden Fall, so immer auf Miete wohnen, so wäre nicht cool. Jetzt ist es noch okay, aber irgendwann mal. Hast du eine große Wohnung? Ist es eine große Wohnung oder 38 Quadratmeter mit Hochbett. Das läuft. Da fahren die Frauen rein, weil sie drauf haben. Die gehen klettern nicht immer hoch, weil die wollen immer bloß unten auf der Couch bleiben. Ist glaube ich. Aber da sind schon sehr viele DNAs. Da kommen wir auf jeden Fall zum nächsten Thema. Wann hast du deinen ersten Kuss? Mein erster? 5. Klasse, wie alt ist man da? 11? 10, 11, ja. Ja, 10, 11. Da hatte ich meinen ersten. Assi, kannst du mal Tür zu machen, bitte? Den ersten Kuss hatte ich hinterm Schuppen im Hort. Kennst du den Hort? Ja, natürlich. Das ist ja sowas, auch. Genau. Ich grüße dich wie bei euch da, vielleicht heißt es anders. Ja, ich komme auch aus dem Osten, Mann. Alter. Ja. Okay, Hort. Hort. Ich war im Hort 5 neben der Sonnengrundschule und da hatte ich meinen ersten Kuss hinter dem Schuppen, wo die ganze Spielzeug und so drin war. Und wir haben uns 7 Küsse gegeben, weil wir 7 Kinder miteinander haben wollten. Das ist süß. Ich bin immer noch ohne Kind. Wann hast du deinen ersten Sex gehabt? Hihi, sie hat Sex gesagt. Mein erstes Mal hatte ich mit 16. Da hatte ich das aber Mädchen halt im Dönerladen kennengelernt. Im Dönerladen? Ja, ich habe ihn nämlich auf dem MP3-Player, habe ich einen Kumpel von ihr ein neues Bushido-Album rüber gespielt. Ja. Und sie wollte unbedingt mitkommen und da saß ich da an meinem Computer, habe den MP3-Player reingesteckt, hab drüber, hat sie mir einfach einen Kuss gegeben. Und am nächsten Tag haben wir uns nochmal getroffen, hatten Sex. Und dann hat mein Kumpel mich mit dem Fahrrad abgeholt. Und dann bin ich die Straße. Sie war relativ leicht. Sie war schon leichtes Mädchen. Muss man so sagen.
Und aber danach, gut fürs erste Mal gewesen? War geil. Ja, ja. Also dadurch, weil sie schon öfter Sex hatte, war sie schon gut, ja. Ich war nicht, ich weiß noch, ich habe von 18 Uhr bis 18.07 Uhr geschafft. Die Uhrzeit weiß ich immer noch. Und danach bin ich mit dem Fahrrad die Straße lang gefahren und habe übrigens Leute gebrüllt, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Und ich habe meine Faust rausgeschickt, verrückt hier. Denk ich vergessen. 18 Uhr bis 18.07 Uhr. Amazing. 7 Minuten ist so gut. Halt, ich würde sagen, da gibt es einige Männer, die nicht lecker bestellen. Blond oder brünett? Sag nichts falsch. Hauptsache Puls. Ja, sehr gut. Arsch oder Titten? Titten-Fetisch ist auf jeden Fall. Gemacht. Hätte ich geil gemacht. Gemachte Brüste sind geil. Ärsche sind auch geil. Aber weißt du, was immer mein Argument ist? Auch Männer können schön Arsch haben. Lass mal nach Thailand zusammenfliegen. Nee. Da gibt's, doch, es gibt Schemates, die haben so kranke Ärsche. Ja, mit das stimmt vielleicht. Es aber ist einfach, will man. Nee, das will das siehst du nicht. Kennst du dieses, wo einfach nur Löcher drin sind und da gucken Ärsche raus? Ja. Da kann ich dir Frauenarsch nehmen und Männerarsch stellen. Du erkennst nicht den Unterschied. Ja, das ist krass. Deswegen Titten. Aber ich will das nicht. Also Titten, ja. Titten. Aber Titten mit aber Bauch. Titten-Bauchverhältnis nicht stimmt. Guck mal, Titten kann eine Schemale kann auch breite Titten haben. Das siehst du noch am Ende dann nachher auch nicht. Beim Arsch okay, gebe ich dir recht, aber Titten sind ja noch einfacher zu machen eigentlich für. Ja, ist doch, und was ist jetzt an Schemales auszusetzen? Ja, nichts. Also ich meine, mir war klar, dass hast du da schon Erfahrung gesammelt? Weiß ich nicht. Das wäre ein Gerücht, okay. Das wäre ein Gerücht. Welchen Schulabschluss hast du gemacht? Schnell weiter. Ich habe jetzt zum Schluss noch studiert und vorher, also ich habe ein Technikerstudium gemacht und habe vorher ein Fachabi gemacht. Fachabi. Aber ein Sozialwesen. Hast du einen guten Schritt gehabt? Hast du ein gutes Abi gemacht? Oder? Das war 3-0. Also, ja. Ich war immer so mit großer Fresse und so weit schon immer. Deswegen, und jetzt zum Schluss, jetzt das Technikerstudium, ich habe mein Zeugnis bis heute noch nicht abgeholt. Liegt immer noch da. Ich musste eine Nachprüfung geben, weil ich bei so einem Festival war und wollte es mir immer noch nicht abholen. Ich warte erst, bis ich mir ein fettes Auto geholt habe und fahre vor einer Hochpause, wenn die ganzen Lehrer da stehen mit ihren Fahrrädern, hupst du mal kurz an und sage, ey, ich kann jeden Tag bis 17 Uhr ausschlafen, auf Wiedersehen. Weil die haben mich immer gehasst wegen meinem Fokuhila und so. Die haben mich immer blöder angeguckt. Hast du den früher schon? Ja, natürlich. Nee, jetzt im Studium hatte ich den schon. Ja, und ja. Saß da so da, die haben mich mal angeguckt, der ist weg. Wie kamst du dazu? Einfach warum? Also, was war die Geschichte mit dem Fokuhila? Gibt es da eine Geschichte? War das irgendwie mit Freunden irgendwie was gesoffen und gesagt, so, ich heute mach ich mal einen? Wir sind zum Festival damals gefahren, auf dem Sputnik. Und dann hat man vor Sputnik halt gesagt, alle anderen, der Ena hat gesagt, komm zu der Zeit, da hol ich mir eine lustige Mütze. Und ich habe gesagt, lass mir jetzt einfach ein Vierteljahr vorher einen Fokuhila wachsen. Und dann war gleichzeitig diese Battle-Rap-Zeit. Und dann hat das irgendwie so gepasst. Ja, und dann habe ich den zwischendurch nochmal abgeschnitten und jetzt habe ich gesagt, ey, und jetzt ist es einfach, es ist auch ein Lebensstil, ist einfach geil. Ja, ich finde, der passt auch voll. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie du so kannst auf du nicht, kannst du Fahrrad mich ohne Fokuhila? Nee, ich glaube, es würde gut aussehen, glaube ich schon, aber es würde alles kaputt machen einfach. Also was würde es kaputt machen? Mann mit Fokuhila ist doch, so? Wer geht doch nicht. Ja, es wäre schon komisch. Ich habe ein Fettgesicht bekommen, war damals schlank. Aber ich sehe netter aus. Also ein süßes Fettgesicht, finde ich. Ja, genau. Welche Leistungskurse hattest du, wenn du Sozialwesen gemacht hast? Wahrscheinlich so gerne, oder? Leistung, weiß ich nicht, Psychologie, Pädagogik und ich war auch immer in Mathe und Physik immer ganz gut. Ja, das ist jetzt so eine Ethik. Ich habe auch ein Semester nicht Elektronik, ich bin nicht viel möglich. Ja. Aber gerade so. Ich war echt eine Katastrophe, das ist ja. Ich habe eine Frage und zwar, was ist denn der Unterschied zwischen dir und Karate an? Wie unterscheidet ihr euch? Also optisch natürlich extrem, aber ich finde rap-technisch seid ihr schon ziemlich rap-technisch. Ist er, also ich finde ihn krass auf jeden Fall. Ich finde ihn so ja vielleicht sogar krasser rap-technisch gesehen, rein von der Technik. Aber wir machen schon ähnlichen Rap, würde ich schon sagen. Natürlich, ich, meine, das ist, ich bin ja damals, wo ich zu Rapper Mittwoch gegangen bin, da hat er da gerade aufgehört. Natürlich, ja. Ich pumpe auch seine Mucke. Ist ja ähnlich voll, wie Bomber ja. Und so, höre ich mir auch an. Aber ich bin ja vom wenn manche schreiben, ist Karate an die Klon, ist ja komplett scheiße. Also er hat ja andere Sachen, die ich anders habe, aber wir kommen schon eher aus dem gleichen Genre, aber dieses Assi-Penner deutscher Rap. Ja, ihr habt diese Laute, also finde ich, diese Aussprache, die ist relativ ähnlich so. Aber ich bediene eher diese Dorf-Assi-Säufer von ganz Deutschland und er eher so diese Berlin und ein bisschen ein paar Hipster und so, weißt du, die feiert er so, die vielleicht diese Katerblau oder Berghain Leute, die bedient er ein bisschen so und bei mir ist es eher schon auch ein bisschen härter, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, ein bisschen, das glaube ich definitiv. Ich glaub, mehr Porno, mehr Berlin-Porno-Rap-Einfluss, also mehr King-Orgasmus-Einfluss als ja. Karate Anni den Einfluss, kann ich sagen. Ja. Was bedeutet denn Rap für dich? Das hat natürlich einen riesigen Stellenwert für dich, oder? Also, das ist daneben gerade. Nein, das ist im Endeffekt das Ventil, wo ich Druck ablassen kann. Ja. Ohne dass mir da, also das ist immer ganz gut. Machst du Sport eigentlich? Ich habe versucht, Sport zu machen. Okay. Hör auf zu lachen da hinten, Mann!
Du wirst sehen, wie du in der 20 Minuten. Was hast du denn gemacht? Na, da geht's zum Fitness. Ich pumpe mir die Arme hoch, damit die Mädels es nicht. Man sieht mal noch, sag mal. Ich hätte bei dir geschworen, dass du Badminton oder sowas spielst mit deinen Kumpels oder so. Sag mal, was ist los? Nein, ich gehe zum Sport. Ich habe einen übelst guten Körper. Das ist jetzt nur nicht, weil ich einen weiten Pulli anhabe. Dann musst du dich ausziehen. Nee, ich habe einen Fettbauch gekriegt. Aber ich wirklich, also ich muss wieder bloß öfter zum Sport gehen. Aber derzeit ist halt so Musik und so, es nimmt viel Zeit. Und das ist mir viel wichtiger, als einfach nur gut auszusehen. Weil damals, ich sag mal so, jetzt kann man mit anderen Sachen. Ich habe damals zum Beispiel nicht Sport gemacht für mich. Teilweise, sondern viel für die Mädels. Ja. So, jetzt brauchst du das einfach nicht mehr machen. Ja, ist, muss man einfach ehrlich sein, ist einfach so, sobald du in der Öffentlichkeit stehst, bist du für Leute interessanter. Ja? Du machst egal, irgendwer macht irgendwas. Ja. Nenn dich komplett egal, wie du aussiehst, aber schon egaler. Egaler. In meinem Beruf natürlich extrem wichtig. Also wenn ich nicht aussehe, wie ich aussehe, dann wäre, glaube ich. Ja, das Aussehen ist wichtig. Was hältst du so von Autotune? Also wie stehst du so dazu? Ich finde geil, wenn Leute ihre Autos so motzen. Das musikalische Autotune. Was ist denn? Du kennst das doch, oder nicht? Man, natürlich kenne ich das. Ja, dann musst du es erzählen. Es ist ja das Schlimme, ist, Autotune gibt es ja schon lange. Bloß, im Moment hat es ja voll den Hype. Daft Punk damals ist ja nur Autotune gewesen. So. Und das klingt ja auch gut. Und eine gewisse, irgendwie so ganz wenig Autotune, wenn die Leute wirklich gerade singen können, hörst du das auch nicht, dass es Autotune ist. Und dann ist es auch cool. Wenn man Autotune einfach überall einsetzt und so viel Müll macht und einfach nur auf Autotune ist, finde ich es ein bisschen zu übertrieben. Also es gehört natürlich zur Musik dazu, wenn man es in gewissen Maßen macht, aber nicht in Massen. Mhm. Hast du eine Lieblingsstimme? Löffelchen. Weil da muss ich nicht. Also ich finde zum Beispiel Löffelchen am coolsten. Ich hätte bei dir geschworen, dass auf Doggy steht eigentlich. Ja, ist doch cool, aber ich möchte die Brust anfassen. Ah ja, und ja, wenn ich dann so weit weg bin, ich bin auch so groß, dann muss ich so einen übelsten langen Arm haben. Und ich sehe die Brüste auch nicht so. Beim Löffelchen kann man immer so halt drüber schielen, weißt du? Ah, ja, und das ja, ist ja immer. Das, und außerdem mag ich es, wenn ich einfach liegen kann. Und dann kann ich immer. Ich habe auch dann immer. Ich habe auch eine gute Form, denke ich, so, weißt du? Dann komme ich immer gut rein, so. Und dann kann ich einen guten Hebel machen. Also ich finde wirklich Löffelchen am entspanntesten. Und am schlimmsten finde ich Missionars, Alter. Ich mag das so. Wenn ich mit meinem Schweinebauch darüber hänge, der purzelt da auf deinem Körper rum. Den findest du geil, wenn da so ein Fettbäuchchen drüber ist. Ja, dann muss halt mal ein bisschen anstrengen. Ja, aber dann gucke ich sie an mit meinem Gesicht dann hier. Ist doch voll geil, wenn man so aneinander verschlungen, so, wenn man sich so ganz. Dann muss man sich so küssen und so, ja, ja. Ja, das ist. Das ist aber so ein Liebes. Missionars ist eine Liebesstellung. Voll, ja, das stimmt. Und Doggy und die Löffelchen ist Ficken. Ist auch ein bisschen Liebes. Ist auch schon ein bisschen Liebes, finde ich auch. Doggy ist einfach nur knallen. Das ist Doggy ist einfach nur tief, hardcore drin, bis du die Spirale spürst. Hast du ein Lieblingsalbum? Also wahrscheinlich was von Wolfgang Petri? Mein Idealbum. Nee, ein Lieblingsalbum. Also gibt es irgendwie eins, was du immer hören kannst? Ist irgendwie immer im Auto oder keine Ahnung? Also jetzt mal rein Rap. Wir müssen ja mal ein bisschen zum Rap wieder kommen, weil ich Rap ja irgendwie noch machen. Muss ich so sagen, dass echt damals Parts 4 von Echo Fresh richtig geil fand. Ich war ja übelst ein Echo-Fan. Selbst Ecke Valley von Echo, ich habe mir damals alle Echo-Dinger geholt. Und ja, Hartz IV von Echo Fresh fand ich eigentlich am besten. Das war geil. Und Dorfdisco soll ganz gut sein von Finch Asozial. Mein neues Lieblingsalbum. Ja, danke. Hast du ein Lieblingsbuch? Also liest du? Kann ich mir ja nicht vorstellen, dass du liest irgendwie. Ich bin okay, das brauche ich auch den Kurs. Habe ich ein Lieblingsbuch? Habe ich Bücher? Ich habe mir damals die Schatzinsel mal durchgelesen, das fand ich gut. Ah doch, ich habe ein Lieblingsbuch und zwar God Hates Us All. Oh Gott, mein Englisch ist schlecht, sorry. So God Hates Us All, das ist von Californication. Kennst du den Film? Das ist mit diesem von Akte X. Gar nicht, das ist, da geht es nur um Sex und so. Und Biografien, Oliver Kahn Biografie fand ich sehr gut. Das Stefan Effenberg Biografie, so Charaktere Biografie. Ja, das glaube ich. Ein Battle-Rapper braucht welche Komponenten? Also was meinst du, was braucht er? Er muss schnell schalten können, er muss extrem schnell schalten können, wortgewandt sein. Ja, schnell schalten, wortgewandt sein und er braucht eine Attitude. Mhm. Ja. Also gut, man kann Hurensohn sagen oder man kann Hurensohn. Also wisst ihr, jedes Wort hat in man Deutschen anders, mit der Betonung komplett anders fühlen und komplett anders ausdrücken. Aber das Wichtigste ist schnell schalten können und Wortgewandtheit. Ja, weil ich wenn, muss ich mich gerade fragen, was das Wichtigste ist. Ja. Wenn du einen Tag Zeit reisen könntest, würdest du eher in die Zukunft oder eher zurückgehen? Nee, glaube ich, bei dir zurück, oder? Natürlich. Sieht man mir das schon an. Also ich würde auf jeden Fall eigentlich. Aber die 80er. Ich würde gerne zurückreisen und zum Wolfgang. Wirklich ohne Mist. Ich habe schon mal ausgerechnet. Ich müsste Baujahr 76 oder so sein, weil ich würde gerne die ganze Love Parade Zeit und so, die hätte ich über gerne durchgemacht, ja. Und zum Wolfgang Petri Konzert, die ganzen Sachen, auch wo Medien
Handy natürlich, ich profitiere, wir profitieren beide. Wir öffentlich, ohne Instagram und den ganzen Zeug wären wir gar nicht einfach so erfolgreich, wie wir sind. So. Ja. Aber ich würde gerne mal wirklich wieder auf ein Konzert gehen, wo einfach nur wie damals bei dem Volleyball-Konzert, keiner mit den Handys, sondern alle machen mit, Und das ist einfach so ein Gefühl, das wird dir heute keiner mehr geben können. Klingt voll gut, ja. Was war denn deine allerbeste Punchline, die du jemals rausgehauen hast? Gibt es eine, auf die du so krank stolz bist, oder? War mit Latin Lover. Ich bin Latin Lover, ficke Bitches in Riga oder so wegen Latin Lover. Die war gut. Latin, also als Latin, die aus Lettland. Latin Lover, ja. Also Latino sozusagen, Latin Lover. Und Latin Lover, die aus Lettland kommt, genau. Und dann war nochmal gut, ich bestehe halt aus Edelgas, gehe keine Bindung ein. Wegen Beziehungen so, habe ich gesagt, ich bestehe aus Edelgas, gehe keine Bindung ein. Bei Edelgase gehen nur Bindungen mit anderen Edelgasen ein. Die gehen keine Bindung mit anderen gasförmigen Elementen ein. Voll schlau. Oder mit gasförmigen Stoffen ein. Das klingt sehr gut. Und im gesamten Webgame, also die nicht von dir kommt, sondern gibt es irgendwie eine Punchline, die dich so richtig... Punchline? Also manchmal hat man das ja so, dass man... Ja, mein Kollege und so hat geile Vergleiche immer, muss man ehrlich sagen. Die Punchlines sind krass. Karate Anni. Ich finde es auch cool, ich fand mal die Punchline geil in diesem Selfmade-Track. Ich mach mir einen Jägermeister-Anzug aus der Haut von Lena Meyer-Landrut. Die war geil. Ja, das so, der Reim geil. Ist einfach geil. Hast du Geschwister eigentlich? Zwei Halbbrüder. Älter oder jünger? Jünger, viel jünger. Ja, krass. Was sagen die so dazu, wie das jetzt abgeht und so? Komm, mein letztes Konzert. Ja? Ja. Krass. Wie ist cool. Das für die so? Ja, die freuen sich natürlich. Die geben an in der Schule so. Das ist schon cool. Wie alt sind die? Also noch Schulzeiten? 2002 geboren. Du hast richtig jung. Und der andere, glaube ich, 2 Jahre später. Okay, ich sag jetzt einen Satz anfangen und du probierst den irgendwie so in deinen Worten zu Ende zu fassen. Okay. Also, Familie ist. Rückzugspunkt Nummer 1 und das Wichtigste, was es gibt. Okay, klingt gut. Rap ist. Die Möglichkeit, alles aus sich rauszulassen, was man sonst nicht sagen kann und. Gerade leben und hoffentlich auch noch lange leben und das Beste, was mir wahrscheinlich je passieren konnte. Also gut, das klingt so, als sonst wie ich jetzt im Kind. So nicht, aber... Aber es ist ja einfach so, dass ich mir jetzt Dinge leisten kann und ich einfach gerade den Traum lebe und das macht Rap möglich so. Ein AMG ist? Ein sehr schönes Auto. Ein schönes Auto? Ich hätte gedacht, was irgendwie abfahren soll, keine Ahnung. Nö, AMG ist schnell, ist schön. Also Autofahren ist ja auch schön so. AMG ist schon schön. Lucy Cat ist? Schöne Frau. Vielen Dank für das tolle Kompliment. 100 Euro. Und Ossi. Oh ja, genau. Eine schöne Ossi-Frau. So ist es. Die besten Frauen kommen aus dem Osten. Das ist wirklich so. Es ist einfach so. Sehe ich auch so. 100 Euro sind? Könnten, ja, eine Stunde Sex. Body oder Gras? Ach, ich kiffe nicht. Verliererkraut. Gar nicht, ja? Verliererkraut. Wodka. Ja, nach vorne. Wodka, okay. Hast du ein Lieblingsparfüm? Mhm. Ich habe jetzt ein neues. Ich habe jetzt Burberry ausprobiert. Burberry Man, glaube ich, heißt es. Habe jetzt aber. Ich hatte mal Prada Luna Rossa, das ist auch sehr gut. Joop Ohm hatte ich damals, das ist auch gut. Und jetzt habe ich Prada Milano. So eine schwarze Flasche. Prada Milano. Was ist. Exakt, Prada Milano. Okay, Drogen sind. Boah, das ist immer schwierig hier. Egal, was du sagst, sagst du es falsch. Drogen sind. Teilweise legal, teilweise illegal und für Menschen ab einem gewissen Alter muss jeder entscheiden, was er selbst tut. Aber in Deutschland zwiegespalten und manche zu leicht zugänglich und manche komplett verboten, obwohl sie eigentlich nicht softer sind. Ich mag Kiffen nicht so, weil es ist jetzt nicht für mich, aber Kiffen würde ich eigentlich gefühlt gleichstellen mit Saufen. Mhm. Weil ja, aber Lobby und so, Alkohollobby in Deutschland zu groß. Deswegen, also das. Okay. Laster, was, wie sagt man, Himmel und Hölle. Drogen sind Himmel und Hölle. Für manche sind es ja auch. Es gibt auch so Koffein oder Zigaretten und die brauchen. Aber eigentlich eher Hölle. Also Kinder fangen nicht an mit so einem Scheiß. Da kommen wir auch zu deiner Vorbildfunktion. Hast du eine Vorbildfunktion? Ja, hat jeder. Ja. Jede öffentliche Person hat eine Vorbildfunktion. Das glaube ich nämlich auch, ja. Also klar. Ja. Es ist immer ein schwieriges Thema. Viele Leute, also man muss. Die Vorbildfunktion liegt natürlich bei mir, so wenn jetzt sich kleine Kids meine Songs anhören und das Gefühl haben, oh jetzt Finch sagt ja, ist die Droge oder der, so viel Alkohol zu saufen ist cool, das muss ich auch machen, dann finde ich, stehe ich aber nicht in der Position, dass ich mich darum kümmern muss, dass die erzogen werden oder da stehen die Eltern und müssen sich darum kümmern.
bei mir ging es ja auch klar. Wir sind ja damals auch mit Musik aufgewachsen, die ja ein bisschen härter war. So. Also man hat ja damals schon leicht zugänglich so eine Mucke. Stell dir jetzt mal vor, da sitzt jetzt gerade ein 16-jähriger Abiturient und hat neben sich ein Buch und einen Job. Was würdest du sagen? Was soll er machen? Was würdest du ihm raten? Der Joint ist schon fertig gedreht? Der ist schon gedreht, braucht nur noch anzünden. Ein 16-Jähriger, dann soll er den Joint natürlich wegschmeißen. So. Und wer 18 wäre? 18 finde ich auch noch zu jung. Eigentlich finde ich das auch. Ich finde 18 einfach zu jung. Von einem auf den anderen Tag kannst du auch immer alles machen. So. Ich finde Amerika mit 21 eigentlich ganz cool. Wenn ich überlege, bei mir fing es mit 23 erst an, dass ich im Kopf richtig reif war. Ist immer von Menschen, manche Menschen sind mit 16 schon. Bei mir war das mit 19 so ungefähr, dass es anfängt. Aber Frauen wie Mädels sind immer. Aber ein Buch sollte er natürlich, Bücher lesen ist wichtig, ist gut. Ja. Ich fand es jetzt für mich nie so, ich habe lieber Musik. Ich finde Bücher und Musik immer wichtig. Ich habe Abi, aber ich habe nie ein Buch zu Ende gelesen. So, als großer Filmfan habe ich natürlich auch eine Dorfdisco-Box bestellt. Und die hast du nicht mal geschenkt bekommen, du hast sie selbst gekauft. Ich habe sie selbst bestellt bei Amazon. Also ich möchte noch mal kurz einen kleinen Applaus für mich. Ja, sehr gut. Die wirst du jetzt komplett unterschreiben, denn ich werde sie wahrscheinlich nicht behalten, obwohl ich sie gerne behalten würde. Aber ja, wir schauen mal, du kriegst bestimmt noch eine so. Ja, die unterschreibst du mir und am besten alle CDs auch und so. Und dann würde ich sagen, dass wir die in den Kommentaren verlosen. Was sollen die Leute dann machen, um das zu gewinnen? Die können auf jeden Fall einen Kommentar schreiben, aber wichtig ist, dass der Hashtag Lucy und Finch schreiben. Das ist sehr wichtig. Und dann könnt ihr noch schreiben, was ihr möchtet. Was Nettes, was Nettes oder was Nettes. Oder nur nette Sachen. Nur nette, nur nette Sachen, keine bösen Sonst Sachen. Gewinnt ihr nicht. Wenn ihr die Box ist ausverkauft, Leute. Also Kommentar schreiben und euren Freunden sagen, die sollen keine Kommentare schreiben. Nee, das wäre ja dumm. Dann sieht das ja keiner. Aber sonst gewinnt ihr nicht. So. Ich bin mal auf deine Unterschrift gespannt. Ist das eine Kinderunterschrift? Nee, die ist geil. Ja, die sieht gut aus. Weiß. Passt zum Rapper. Ja. Ey, alles unterschrieben? Willst du auf die CDs? Ja, ey, das aber. Oder auf die CDs ist schade, das macht die CD kaputt. Lass mal lieber nicht. Okay. Das verwerten CDs. Aber so ist geil. So ist geil. Dann hat man auch nicht auf die Hülle unterschrieben. Der Box? Ja, ja, das passt. Das ist gut. Dann haben die dann dieses Booklet. Hier das Booklet drin und hier nochmal auf der Box. Also Leute, ist alles am Start. In diesem Sinne, Hashtag Lucy und Finch. Yo, yo, yo.